Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War, immer noch Cold Harbor. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, was ich hier gemacht habe oder ein Debakel wird. Ach, die Kirche hat man nicht eingenommen, die ist noch umkämpft. Naja. Weiter geht's. Nein, sieht nicht gut aus. Entlang der Old Church Road, soweit alles ruhig. Trotzdem sollten wir durch einen Feind Angriff nicht überraschen lassen. Also. Infolge unseres gestrigen Angriffs hat der Feind seine Gräben in diesen Wäldern aufgegeben. Wir haben sie besetzt und verstärkt. Ach ja, das hatten wir ja eingenommen hier. Das war hier das Wäldchen. Das ist da, okay. Unsere linke Flanke befindet sich bei diesem Abschnitt der Shady Road. Burnsides und Warrens Truppen scheinen nicht vergessen darauf zu sein, unsere starken Stellungen anzugreifen. Vielleicht gelingt es uns stattdessen, deren Verteidigungsstellen zu stürmen und ihr Hauptquartier bei der Bethesda-Kirche zu überrennen. Dann wäre der Sieg noch heute unser. Oh! Ich guck gerade, wie so die Kirchen, die da so bemannt sind. So. Spiel mal ein Spiel. Ah. Von oben wird es lange dauern. Hier ist ja kein Punkt, den wir halten müssen, ne? Machen wir es wie vorher. Ah, hier werden Einheiten sein. 1, 2, 3, 4. Müssen sie von hier oben runterdrängen, damit diese Position da halten. Ich will den Sieg heute einfahren, verdammte Scheiße. Ein bisschen weiter weg, bitte. Kanonen weiter ran. Kurven zu verteidigen sind eigentlich immer schlecht. Ich hoffe, der KI ist auch ein Nachteil, wie bei der bei uns eigentlich. Weil wenn die so hier steht bis hier, dann ist hier alles, naja. Und laufen. Leider sind es diesmal 1000. Kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach, um die 800 zu knacken. Aber versuchen wir es trotzdem. Na, bitte auch wieder. Guck näher ran und dann gehe ich mit einem in Nahkampf und die anderen geben einfach Deckung. Hier ist nämlich die Linie unterbrochen. Das sind vielleicht nur die beiden Einheiten. Das könnte uns das Tor öffnen. Na,
Nahkampf. So, Brown, noch mal eine Salbe nach hinten durch. Da müssten sie vielleicht laufen. Ja. Läuft nicht. Scott, gib mal Griffin weiter Unterstützung. Wir müssen noch laufen. Jetzt sieht's gut aus. Das heißt, genau, ihr positioniert euch dahin. Und jetzt wird dann Butler gleich. Lauft weiter. Laufen auch. Wunderbar. Laufen, Männer, nach vorne. Kanone ziehe ich auch nach. Na, ah, es ist noch einer. Die laufen. Jetzt müssen sie mal wieder laufen. Jetzt greifen sie uns in den Rücken an. Oder schießen uns in den Rücken. Oh, das ist noch einiges im Wald. Aber es wird echt knapp. Es wird echt knapp. Nochmal in den Nahkampf, bitte. Genau, Brown schießt nochmal von hinten drauf. So, und weiter. Und weiter. Wir müssen da die Mitte durchbrechen, verdammt. Ein bisschen antasten. Ich nehme mich auch mal weg. Vielleicht ist das jetzt der richtige Augenblick. Ach du Scheiße. Wo ist unser General? Scheiße, ein Dreck. Es sind zu viele kleine Einheiten. Attacke. Ich greife jetzt mit allen an, das wir haben, ey. Die drängen die weiter zurück. Oh, die wurden flankiert. Ah. Scheiße, ich wollte gerade zurückziehen. Haben wir eine Nahkampfeinheit? Nein. Siegfried, da musst du es richten. Charge. Rennen weiter zurück.
zurückfallen. Nicht ihr, ihr müsst vorwärts. Weiter. Auf die Kanonen. Durch, weiter. Das wird echt scheiße knapp. Könnt ihr die mal... zurückschlagen? Wir sind gleich da. Auf die Kanonen. Halt. Auf die Kanonen, die machen mir Angst. Wir haben hier keinen General, kann das sein? Oh, jetzt kommt von da nicht Verstärkung. Oh, ich brauche da Truppen unten. Es hat so gut angefangen. Näher ran. Ah, die falsche Einheit ist da. Ich versuche gleich mit Siegfried einen Nahkampfangriff zu machen. Falsche Schadstufe, scheiße. Warum hat er die gerade hier ausgewählt, verdammt? Nur 7 schaffen wir doch nicht, schade. Ja, weil hier oben ist verstopftes. Schade. Greift doch an. Greift nicht an. Ist einfach nur zu viel Kleinkram. Komm nicht durch. Der nächste Tag. Scheiße. Wollt nicht durchbrechen. Oh Gott. Die modrigen Verstärkung. Ich komme ins Lager. Kann man komplette Division verschieben? Hab ich denn gerade gemacht? Nix, ne? Ach, schau an. Das geht? Die Division komplett geht aber nicht, oder?
Wir ein paar Vorgesetzte. Ja, das ist ja ein bisschen cheaten eigentlich, oder? Oh, kein Platz mehr in der Division. Verdammt! Naja, haben wir noch ein paar Leute reingekriegt. Kriegen wir hier vielleicht noch ein paar Grünschnäbel rein? So. Ja, komm, wir sind mal Kämpfer jetzt. So, dann haben wir noch ein... Nicht gerade gesagt, Nahkämpfer. Dann haben wir die modrige Verstärkung, die bisher noch nie im Krieg war, ein bisschen verstärkt. So, Schlacht von Cold Harbor, 3. Juni 1864. Die Unionsarmee konnte sich den ganzen Tag lang ausruhen und bereitet sich jetzt bei dem Morgengrauen auf einen Großangriff vor. Wir müssen unsere Linie an allen Fronten halten und verhindern, dass der Feind durchbricht. Hoffentlich sind unsere Befestigungen stark genug, um ihnen zu widerstehen. Scheiße. Oh, Bereitmänner, die Infanterie der Union bereitet einen Großangriff vor. Haltet eure Stellung um jeden Preis. Müssen wir auch. Warum sind da meine Truppen nicht, wenn das doch mir gehört, verdammt? So, aber jetzt haben wir hier ein bisschen Truppen, das ist doch schön. Wir hatten ja vorher gar nichts. So, ja, hat die Kirche eingenommen. Scheiße, ey. Den ganzen Kampf umsonst. Vielleicht hätte es was gebracht, wenn wir das noch eingenommen hätten, aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja hier schon rumgekrepelt. Hier ist alles angehakt, ne? Mindestens eins muss erfüllt sein. Aber hier halt nicht. Oh. Ist das ein besserer Sieg oder was? Also ich glaube, diese ganze Schlacht hätte man voll defensiv spielen müssen bisher. Kanonen bitte dahinter. 100. 100, falls da was rüberkommt, kriegt's gleich was auf die Nase. Vielleicht Evans mal eine Seite, falls sie von da kommen. Und ihr könntet besser hier sein. Falls sie von da rüber kommen. Oder die Straße. Warum ist hier eine Kanone, wenn da keine Soldaten sind? Kann mir keiner erklären, oder? Oh, die da, von da wird auch angegriffen. Die stehen da, die stehen doch voll scheiße. Nee, warte mal. Mann, das ist anders. Ich will da eigentlich meine Kirche wieder haben, verdammt.
Eigentlich mittlerweile so geschwächt, ich glaube nicht, dass das hier nochmal einmal klappen würde. Ne, die fehlen sogar Einheiten. Jetzt alles aber nicht so viele Einheiten, wo ich sagen muss, oh, das ist viel. Oben haben wir die Kavallerie verloren, ne? Ich will noch mal gucken. Ich glaube, die Verteidigung ist scheiße. Wir bleiben da nochmal stehen. Bisher hat es ja gut geklappt, dass wir sie zurückgeschlagen haben. Das ist irgendwie, ich glaube, es ist keine geile Verteidigung. Ich glaube, ich mache hier zu. Lass die kommen. Das heißt, Polk geht hier hin. Dann haben wir eine breitere Linie. Vielleicht macht das mehr Sinn. Los, los, los! Haben wir ein bisschen Zeit, bis wir über dem Fluss sind. Die Kanone will ich dann doch auch hier zur Unterstützung hinpacken. Weil wenn die näher rankommen, können auch die hier die beschießen. Die waren flankiert. Vielleicht ein Stück zurück. Ah, sie greifen alle da an. Das ist natürlich doof. Ich sollte da ein bisschen unterstützen. Halt. Könnte vielleicht reichen, die nochmal. Und zurück.
weiterkommen, müssten sie ja eigentlich von drei Seiten gleich gefüllt werden. Das ist, gefällt mir. Ah ja, ja. Gegenangriff. Nicht, dass die rennen, die müssen halten. Da läuft schon mal was, ist ganz gut. Kanone immer weiter rein. Habe ich ganz vergessen, da oben mal nachzugucken. Wie das ausschaut. Diesmal versuche ich es einfach geradewegs. Ah, ich glaube, da ging der Angriff gerade kräftig flöten, du. Schön auf Grand, damit der erstmal weg ist. Keine Einheiten. Lauf schon mal zur Position. Lauf schon mal zur Position. Werden wir nicht schaffen. Wir werden den Angriff gehalten haben, aber hier drüben sind keine Einheiten mehr. Mal ein bisschen an den Rand gehen. Ach du, ich bin doof. Die ganze Ebene ist frei. Weiter. Geh einfach mal da lang. Das ist davon, welchen ich komme. Ist frei. Ich kotze. Ah, da kommt Antwort. Da gehen wir mal in Deckung. Dass wir ungesichtet sind. Mal zurück, damit die weiterlaufen können. Vielleicht können wir dann mit der Einheit die Kirche einnehmen. Und da oben sind Einheiten. Das reicht mir schon. Ich will nur wissen, ob da was ist. Zurück.
Sieht gut aus. Obwohl sie jetzt zurückgeschlagen wurden. Lord, komm mal her. Ryan muss bestehen bleiben. Kirche. Das ist meine Kirche. Komm, mach die mal da. Eine Kanone, die holen wir uns im Nahkampf, oder? Du hol die Kirche da. Jetzt haben wir da was gespottet und schnell weg. Schnell weg. Kanonen können wir uns nach und nach holen. Nein, halt die Kirche, halt die Kirche. Ich will die Kirche haben, verdammt. Würmen wieder, schnell, ich brauche euch. 05. Euro. Daniel, los! Daniel, nächsten. Nein, nein, ich hätte sie doch haben können, schon wieder. Warum tut ihr mir das an, mein Herz? Die linke Flanke ist in Gefahr. Nein, tu das doch nicht. Ich hätte die Kirche haben können, die ganze Zeit. Ich hätte die ganze Zeit da oben Gegenangriff führen können. Ich war unten beschäftigt. Ach, das hätte so... Also ich weiß nicht, ob wir den zweiten Punkt da gehabt kriegen können, aber den... Den hätten wir gekriegt. Die mussten gerade von ihrer Mitte abrücken, um dagegen anzugehen. Oh. Na gut, ich hätte mich wahrscheinlich hier oben wieder verbissen. Mann, oh Mann, oh Mann. In der Zwischenzeit mobilisieren Burnside und Warrens Corps für den Sturm auf unsere nördlichen Verteidigungslinien. Die Old Church Road muss gehalten werden. Ach, das hatten wir ja auch erst alles eingenommen. Scheiße. Das haben wir nicht hingekriegt, das war's. Unsere linke Flanke wird verteidigt, jedoch nicht genügend, dass es für eine weitläufige Frontlinie ausreichen würde. Der Feind wird in Sicherheit versuchen, unsere Linie zu durchbrechen. Hat er ja schon, ist ja nichts da. Na, mal nochmal auf Pause. Da ist ja nichts, ne? Ich habe es ja letztes Mal versucht, bin kläglich gescheitert, die Position in der Mitte einzunehmen. Die Frage ist, wie groß wird der Angriff werden, ne? Und ob ich es nochmal in die Mitte versuchen sollte. Geht erstmal dahin. Vielleicht können wir aus einem Angriff einen Gegenangriff machen.
mal hier. Flott, flott, flott. Kaffee ist wieder alle. Mein Wasser ist alle. Alles alle. Hier warten wir noch. Solange sie da Einheiten gegen uns werfen. Bin ich schon gut. Bleib mal kurz da. Okay. Geh mal wieder zurück. Die einen ziehe ich aber noch da nach oben. Hier unten ist alles noch bemannt. Da ist noch einiges. Zieh mal noch ein bisschen weiter. Ah, nach unten greifen sie auch an. Sollen sich ruhig verausgaben. Da wieder nichts. Die kommen hier langsam an. Ich bin langsam am überlegen, ob ich doch vielleicht von hier unten einen Gegenangriff ausführe. Ich könnte ja zumindest. Ah, hier ist er dann neben mir. Keine Kamera, die ich einfach mal zum Sichtlinien schicken kann. Finde ich sehr schade. Aber die alles nach oben ziehen. Vielleicht ist es ja in der Mitte nicht mehr so geschützt, weil hier unten. Dass wenn die zusätzlichen Männer, die sie haben, da für den Angriff benutzen, dass wir vielleicht dann von unten, ja, schwächen können, angreifen können, ich bin mir nicht sicher. Das ist schon ziemlich viel, was sie hier haben. Ich mache hier einen Gegenangriff.
Es ist ja nur eine vorgezogene Linie. Aber wenn das alles ist von denen. General? Brechen durch! Weg. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Dieser Albach, der wird nicht mehr lange leben. Und da haben wir jetzt Einheiten entdeckt, die am Laufen sind. Weiter durch. Lassen wir am Leben. Nicht, dass es zum Gegenangriff übergehen. Gehen wir mal dahin, bitte. Dadurch. Jo, wir haben den Punkt gesichert, das gibt's ja nicht. Jetzt eine Kavallerie, das wäre echt der Hammer. Ich zieh die mal weiter, die anderen bleiben hinten. Wenn mich hier die ein bisschen unterstützen. Los, weiter, Loomis. Loomis, laufen. Oh, von hinten ist eine Kavallerie. Hier sind auch noch ein paar Einheiten, ist mir egal. Immer ein bisschen ins Gebäude. Damit wir vielleicht einen Druck da von der Seite nehmen. So. Da greifen sie nämlich wieder an. Wie weit habt ihr Deckung? 100. Ist gut, bleibt er im Wald. Schießt die dort dann mal weg.
Endlich ist der am Laufen da. Und da hinten mal eine kleine Unterstützung. Ah, da sind auch noch Einheiten. Na gut, dann ziehen wir nur eine Kanone ab. Jetzt heißt es überleben. Ah, hier ist noch eine Kanone irgendwo. Ich werde nicht auf Kanonensuche gehen. Ich werde es versuchen. Versuche mit einer Einheit hier irgendwie näher ranzukommen. 68. So, der eine läuft wieder. Unten ist keiner. Gehen wir hier an den Waldrand. Mit denen versuchen wir den Bracken ein bisschen wegzukriegen, dann gehen wir auch auf den Sack. Upsi dupsi. Alt. Die Kanone kann hier ein bisschen Spaß haben. Hat zwar keine Munition mehr. Haben wir was gefunden. Einfach nur beschäftigen. Dass die Kanone vielleicht nicht dahin schießen, sondern dahin. Würde mir schon reichen. Hier hin. Scheiß auf da. Hier kommt gerade ein Gegenangriff. Brown ist jetzt da, die halten das ja schon. Was sollen wir uns mit denen da rumärgern? Komm, die machen wir jetzt Platz. Nahkampf. Habe ich keinen Munitionswagen hier? Ah, ich hätte mal zwischendurch auch munitionieren sollen, glaube ich. Da hinten stecken sie nämlich. ...76, 66, 52. Das gibt viele Tote. Rück mal ein Stück vor, die Hunata schieß mal weg da. Ich will nicht, dass Ferrero läuft. Und dann ist der Punkt umkämpft oder so. Genau so habe ich mir das gedacht. Blume ist vielleicht noch ein Stück. Ferrero zu schützen. Ja,
So, die Schlacht wird entlang der rechten Flanke fortgeführt. Ja, wir hatten da alles gehalten. Oh, es ist noch nicht vorbei. Wie lang geht denn die Schlacht, verdammte Scheiße? Boah. Aber die Flanke haben wir doch jetzt komplett eigentlich. Also das müssten wir doch jetzt hier komplett haben. Na? Gut, ich mache hier wieder einen Break. Das Video geht wieder viel zu lang und jetzt mache ich mir auf jeden Fall nochmal einen Kaffee. Ich brauche Power. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.